Willkommen zu einem neuen Rollenspiel-Lore-Video. Heute tauchen wir tief ein in die Welt des Kosmizismus, eine Philosophie, die die Grundlage für die Cthulhu Pen & Paper-Spiele bildet. Bereitet euch vor auf eine Reise, die eure Sicht auf das Universum verändern könnte. Beginnen wir mit den Grundlagen des Kosmizismus. Entwickelt wurde sie von H.P. Lovecraft selbst. Diese Philosophie stellt die Menschheit als unwesentlich im endlosen Kosmos dar. Ein Konzept, das unsere subjektive Perspektive auf das Leben und unsere spirituelle Rolle im Universum herausfordert. Stellt euch einfach das Universum als eine grenzenlose, alte und den Belangen der Menschheit völlig gleichgültige Entität vor. In dieser Vorstellung spielt unsere Existenz keine Rolle. Ähnlich der Pale Blue Dot Perspektive von Carl Sagan sind wir nur ein winziger Punkt im kosmischen Ozean. In Lovecrafts Welt existieren Wesen jenseits unserer Vorstellungskraft. Ihre bloße Existenz und der Versuch, ihre Natur zu begreifen, können den menschlichen Verstand in den Wahnsinn treiben. Ihr merkt bereits, der Unterton des Kosmizismus hat Schnittpunkte mit dem Konzept des Nihilismus, also dem Eindruck der absoluten Bedeutungslosigkeit. Diese cthulhoiden Wesen positionieren uns von unserer vermeintlichen Spitze in der Hierarchie der Fauna auf die unterste Stufe. Unsere komplette Geschichte, unsere Kultur, all die Kriege, Romanzen, alles scheint irrelevant im Angesicht dieser kosmischen Mächte. Die Akzeptanz des Kosmizismus in die eigene Wertvorstellung ist eine Art Red Pill Moment, also wie bei Matrix, indem man die eigentliche harte Realität erkennt. Dieses Konzept betont auch die Grenzen unseres Wissens. Es ist nicht so, dass wir durch Deduzieren und Forschen immer weiter das Unbekannte aufdecken und praktisch in der Lage sind, alles eines Tages wissen zu können. Nein, in dieser Weltanschauung ist es vielmehr so, dass der Großteil der objektiven Wahrheit da draußen für uns für immer und gänzlich verschlossen bleibt. Wir werden nie verstehen oder erklären können, wie die Welt eigentlich funktioniert. H.P. Lovecraft hatte also den Eindruck, dass unsere Wissenschaft und Philosophie an ihre Grenzen gestoßen ist oder bald stoßen wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Weltanschauungen gibt es im Kosmizismus kein Schicksal, keine göttliche Führung, keinen Zweck. Die Belanglosigkeit der kosmischen Mächte spiegelt wider, dass wir unsere Wünsche, unsere moralischen Vorstellungen genauso gut sein lassen können. Aus dieser Prämisse, die H.P. Lovecraft für seine Geschichten aufstellt, entsteht ein Konzept, das durch jede seiner Zeilen strahlt, dem sogenannten Cosmic Horror. Dem Horror, der im Universum selbst liegt. Es ist die Angst vor dem Unbekannten, das Grauen, das aus der Erkenntnis unserer eigenen Bedeutungslosigkeit erwächst. Seine Protagonisten fallen zumeist einem Perspektivenwechsel zum Opfer, indem sie sich eben dieser Konzepte gewahr werden. Der Cosmic Horror verlangt von ihnen, ihre menschenzentrierte Sichtweise aufzugeben und das gesamte Universum aus einer neuen, demütigeren Perspektive zu betrachten. Ein Schlüsselaspekt des Kosmizismus ist, dass es absolut keine Möglichkeit gibt, das Problem der menschlichen Bedeutungslosigkeit zu lösen. Es ist eine unveränderliche Wahrheit, mit der entsprechend Menschen, die diese Weltanschauung für richtig befinden, mit der wir leben müssen.
Und damit sind wir auch schon beim Pen and Paper, Cthulhu. Denn unsere Spieler, die Investigatoren, erfahren die Konfrontation mit dem Unbekannten und das Gefühl der Machtlosigkeit. Denn letztendlich endet ein jeder Charakter im Wahnsinn. Und dieser Weg führt zu einer intensiven und im besten Fall unvergesslichen Spielerfahrung. In Cthulhu sind die Spielmechaniken und das Storytelling so aufgebaut, dass die Spieler direkt in die Welt des Kosmizismus eintauchen. Zu begreifen, welchem Horror man gegenübersteht, bedeutet geistige Stabilität zu verlieren. Dass dieses Rätselhafte, dieses korrumpierende Unbekannte eine solche Wirkung auf Menschen hat, ist, wie wir jetzt wissen, ein essentieller Bestandteil des Lovecraftschen Universums. Und um nun unseren Kurztrip durch das kosmische Grauen abzuschließen, der Kosmizismus bietet eine faszinierende, wenn auch beunruhigende Perspektive auf unsere Existenz. Ich muss zugeben, ich kann ihm an einigen Stellen etwas abgewinnen, jedoch passt der komplette Nihilismus-Block nicht in meine Weltanschauung. In Spielen wie dem Cthulhu-RPG ermöglicht er jedenfalls ein einzigartiges Erlebnis, das unsere Wahrnehmung von dem, was möglich und unmöglich ist, herausfordert, indem es das, was wir wahrnehmen können, bloß als die Spitze eines Eisberges darstellt. In diesem Sinne, ich hoffe, dass ich euch das Konzept des Kosmizismus ein wenig näher bringen konnte. Man kann dazu sicherlich noch sehr viel mehr sagen. Aber ich wollte bewusst dieses Video recht kurz halten. Und so verabschiede ich mich auch diesmal wieder mit den gewohnten Worten: Viel Spaß beim Rollenspielen!